Ja, schauen Sie ruhig noch mal genauer hin. Es gibt das Weiße See, von dem Sie schon gehört haben. Grün, ein bisschen altmodisch und ohne U-Bahn-Anschluss. Früher haben die Leute, wenn du gesagt hast, Weißen See, immer Kühe muhen gehört oder Pferdewagen klappern und haben gedacht, da fährt man eine Stunde hin. Ein wenig stimmt das immer noch. Aber längst kann man hier im Nordosten Berlins mehr als nur abtauchen. Denn JWD war früher. Wir haben sofort super viele Freundschaften hier geschlossen und damit hätten wir überhaupt nicht gerechnet. Wir dachten jetzt hier nach Weißensee, mal sehen, wer da ist. Einer der erfolgreichsten Maler Deutschlands zum Beispiel. Jetzt muss man richtig einen Parkplatz suchen, wenn man einen finden will. Also das ist richtig Arbeit. Hier in Weißensee ist man hart im Nehmen. Wir haben mit denen Rechnung offen. Alles geben. Am Ende muss euer Kopf bereit sein. Und alle so kämpferisch wie Vivian Beimann. Saisonauftakt im Stadion Buschallee im Osten von Weißensee. Rugby hat hier mehr als 50 Jahre Tradition. 4 Spiele, 2x7 Minuten. Hart und schnell. Voller Körpereinsatz von Vivian und den Damen des RK 03 Berlin. Trotzdem verlieren sie knapp. Mein Ziel ist es immer, mit der Mannschaft ins Finale zu kommen, ganz klar. Aber und das erwarte ich heute auch schon. Also wenn wir heute nicht ins Finale kommen, dann wäre ich persönlich schon ganz schön enttäuscht. Mit Ehrgeiz und Biss spielt die 27-jährige Studentin nicht nur für den RK 03, sondern auch für die Nationalmannschaft. Ich trainiere fast täglich und das spielt eine Riesenrolle. Ich habe jetzt lange in Köln gewohnt und bin auch vor allem wegen meinem Verein hier in Berlin wieder zurückgekommen nach Berlin. Ich habe den RK 03 ganz so vermisst. Und das ist hier mein Wohnzimmer, das ist mein Zuhause und das ist das absolut Wichtigste in meinem Leben. Mit Vivian kommt die Mannschaft bis ins Finale. Dort wartet dann der härteste Gegner, Potsdam. Ob die Weißenseer Rugby-Frauen den Heimsieg schaffen? Das Strandbad Weißensee liegt mitten Mann. Ein Erholungsort im Zentrum mit über 100-jähriger Tradition. Morgen. Guten Morgen. Na? Na, alles gut? Wie war die Schicht gestern? 2016 übernahm der damalige Barkeeper Alexander Schüller spontan den Betrieb und krempelte einiges um. Bescheid, ja? Mach ich. Ich habe ein ganz tolles Team um mich, mit denen wir alles hier gestalten und besprechen. Und da macht es einfach Spaß, jeden Morgen herzukommen, in die lächelnden Gesichter zu gucken und zu sehen, dass wir Tag für Tag immer ein Stückchen weiterkommen. Für jeden soll etwas dabei sein. Neben dem klassischen Badebetrieb auch Sportkurse, Comedyabende und Live-Musik. Im Sommer sind hier täglich bis zu 900 Gäste. Der Weiße See bietet Strandfeeling für Großstädter. Und die Betreiber haben große Pläne jenseits der Badesaison. Sie wollen eine Event-Location für Jung und Alt. Ganzjährig. Ja? Kommen wir auf, Essi? Ja. Kurz aufwärmen. Und los. Ihr tägliches Baderitual. Waltraud Sievert ist über 80 und begleitet das Strandbad seit mehr als 60 Jahren. So lange lebt sie schon in Weißensee, direkt um die Ecke. Ich bin am 9. April in diesem Jahr das erste Mal hier untergetaucht. In diesem Jahr. Und dann beinahe jeden Tag. Also seit 1951 wohne ich hier in Weißensee. Und dann haben mich meine Eltern noch in dem Jahr hier angemeldet zum Schwimmenlernen. Und seitdem gehe ich hier schwimmen. Also ganz gewiss ein Lieblingsort. Ja, ja. Waltraud gehört zu einer eingeschworenen Truppe.
Alle Rentner, alle Stammgäste im Bad. Heute sind Marianne und Monika da. Für sie ist das Strandbad Nachrichtenbörse und Fitnessstudio in einem. Eine feste Größe in ihrem Sommerprogramm. Monika, das stört. Ja, und vor allen Dingen du ja mit deinen 50 Badeanzügen. Ja, sehr wichtig zur Erholung, für die sportliche Betätigung und so weiter. Erholung, Entspannung. Schön, dass man jetzt Rentner ist und das genießen kann. Und ein gutes Buch ist immer dabei. Heute muss man nicht gerade im Schatten sein. Wir sind alle relativ ähnlich alt. Ich bin zwar die Älteste von uns allen, aber wir sprechen über die Tagespolitik, müssen wir durchnehmen. Wir müssen über Bücher sprechen, auch wenn jemand mal verreist ist oder Wochenende weg war. Also solche Dinge sprechen wir auch alle durch. Was wir im Konzert hatten, was im Theater war. Und das sind alles wichtige Dinge. Wichtiges wie die Zukunft des Strandbads. Denn die stand wegen einer Bauhavarie in der Nachbarschaft zeitweise auf dem Spiel. Inzwischen sind die jungen Betreiber aber zuversichtlich, dass sie die Gäste mit ihren neuen Konzepten überzeugen. So wie das Bad mal vor 50 Jahren aussah, da möchten wir wieder hin zurück. Und wenn man dann gerade in die Gesichter älterer oder auch Familien guckt, leuchten die Augen. Tatsächlich hat das Strandbad eine noch längere Tradition. Seit Ende des 19. Jahrhunderts springt man hier stilvoll in die Fluten. Damals hatte das Bad noch eine Holzbalustrade und lag neben einem zum Vergnügungspark umgebauten Schloss. Mit Lokalen, Tanzsälen, Musikpavillons, Spielboden und einer Riesenrutsche. Aus dieser Zeit stammt auch das Milchhäuschen. Zunächst bekam man dort Milch aus dem Gemeindekuhstall. Erst Fachwerk, später Neubau, wurde es eine beliebte Gaststätte, die sich bis heute am See gehalten hat. An den Park am Weißen See im Westen grenzen die Klinkerbauten des Munizipalviertels. So schön sah sozialer Wohnungsbau um 1910 aus. Damals entstand die Anlage mit Stadthalle, Schule, Bibliothek und Verwaltungsgebäuden. Die denkmalgeschützten Gebäude rund um den Kreuzpfuhl mit seinem Park haben den Krieg überstanden und prägen heute immer noch das Bild von Weißensee. Mittlerweile ragen dazwischen immer mehr Neubauten in die Höhe. Weißensee ist ganz offensichtlich in Bewegung und bleibt dabei doch bodenständig. Gut 5 Minuten entfernt, in der Lederstraße mit ihren Gewerbehöfen, ist Stefan Bergmann unterwegs zur Arbeit. Wie immer mit einer seiner alten Lieblinge, ein Beiwagen-Motorrad von 1954. Also das Motorrad ist zu mir gekommen schon mit 15, noch in Form eines Mopeds. Meine Mutter sagte dann zu mir, reparier nicht immer alles umsonst. Es sind viele Motorräder durch meine Hände gegangen und nach der Wende kam dieser glückliche Umstand, mit Andreas zusammen diese Firma hier, diese kleine Firma zu gründen. Und das ist klasse, freue ich mich heute noch drüber, dass es so gelaufen ist. Morgen, morgen. Die Motormänner sind seit 1995 die Anlaufstelle für Zweiradliebhaber nicht nur aus Weißensee. Ihr erster Kunde heute braucht Soforthilfe, sonst kommt er nicht zur Arbeit. Ah ja. Ich hab das schon versucht mit so einem Sekundenkleber, aber du kannst ja vergessen. Gottes Willen. Ja, ja, ja. Du fährst mit dem Ding 180 da und dann, dann fängst du den Spiegel auf während der Fahrt, ja? Machst du? Ja, ja. Das ist gut. Aber schön geputzt hast. Das ist ja gut. Na gut. Ich würde dann in einer Stunde wiederkommen. Bis gleich. Bis dann. Mach's gut. Ja. Tschüss. Dann wünsche ich einen schönen Tag noch. Ja.
Der Rückspiegel wird natürlich nicht geklebt, sondern mit einem neuen Gewinde angeschraubt. Zuvor muss aber alles erstmal runter vom Lenker. Stefans Herausforderung ist heute eine Suzuki LS 650. Hier klemmt er. Hier haben sie leider mit einem Hammer drauf gehauen. Warum muss man da mit einem Hammer drauf hauen? Das sieht gut nicht. Das ist echt übel hier. Jetzt müssen härtere Maßnahmen ergriffen werden. Gegen Mittag kommt Peter vorbei, um Ersatzteile abzuholen. Er ist Kunde und Ratgeber in einem. Keiner kennt sich besser aus mit BMW-Motorrädern. Sag mal, bei BMW, bei den Lichtmaschinen, die Rotoren, da gibt es verschiedene Durchmesser, ist das richtig? Also du hattest mal gesagt, dass... Bei der Feldwicklung. Feldwicklung, 105, 107 mm. Waren da nicht welche, erst 180, 150? Man hat eben mit vielen Leuten immer gleich ein Gesprächsthema, ja, und ob sie im Urlaub waren oder welche Pannen sie dann überrascht haben. Ja, wir haben sehr oft auch Anrufe aus dem Urlaub, Mensch, hör doch mal, dann wird das Handy ans Motorrad gehalten, was kann das sein? Und wir sind in Ferndiagnosen gar nicht so schlecht. Ist wirklich, man hat da mittlerweile ein geübtes Ohr, das macht dann schon Spaß. Der Spiegel ist wieder dran. Zeit für ein Päuschen in der Werkstatt, durch die der Ölgeruch vergangener Zeiten weht. Irgendjemand muss mir ein Eis abnehmen. Martin! Weißenseer Gemütlichkeit. Bei den Motormännern gibt es immer frisch gebrühten Kaffee und ein offenes Ohr. Deswegen schauen Stammkunden wie Martin auch einfach mal so vorbei und nicht nur, wenn es Probleme mit dem Motorrad gibt. Die Motormänner Stefan und Andreas sind Nostalgiker und schwärmten schon als Jugendliche in der DDR für Oldtimer. Für sie geht es beim Handwerk um die Wertschätzung der Dinge. Qualität statt Massenware. Reparieren statt neu kaufen. Das schätzen die Kunden. Und bei so viel Leidenschaft für den Beruf gibt es auch mal eine Reparatur gratis. Ja. Deswegen aber nicht mehr melden, mit dem Bruch. Aber ich sehe gerade, bei dir fehlt hier eine Schraube. Darf ich die hier noch anbauen? Ja, schon. Ich wünsche dir gute Fahrt, aber vorsichtig. Die Werkstatt der Motormänner liegt inmitten von denkmalgeschützten Industriehöfen. Rundherum haben sich seit der Wende viele andere Gewerke angesiedelt. Das Tolle ist, dass einer dem anderen hilft hier. Ja, wenn ich irgendwie ein Problem habe mit irgendwelchen Sachen, wie eine Tischlerei oder irgendwas schlossern muss, was ich jetzt selbst nicht bewerkstelligen kann, überhaupt gar kein Problem. Und wenn nicht, kennt einer den anderen. Das ist eine tolle Sache. Ja, und man hilft sich auch wirklich. Also das ist genau das, was man woanders wahrscheinlich relativ schwer findet in Berlin. Also für mich ist Weißensee immer noch eine tolle Mischung. Gewerbehallen für kleinere und mittlere Unternehmer. Das war schon um 1900 die Idee, als der Industrielle Karl Rutenberg die Industriewerke Weißensee rund um seine Goldleistenfabrik errichtete. Damals noch auf der grünen Wiese jenseits der Stadtgrenze. Heute wird hier jeder freie Quadratmeter mit Wohnraum bebaut. Immobilienunternehmen und Baugruppen lockt der historische und leicht unfertige Charme dieses Quartiers zwischen Leder- und Langhansstraße. Und mittlerweile sitzen zwischen traditionellen Handwerksbetrieben auch viele Künstler und Kreative. Hinter diesem unscheinbaren Tor verbirgt sich sogar ein ganzes Kunstkollektiv. Rund um einen der derzeit erfolgreichsten deutschen Gegenwartsmaler, Jonas Burgert.
Der gebürtige Berliner hat aus einem alten Fabrikgelände einen der kreativsten Kunstorte Berlins gemacht und bereitet gerade eine neue Ausstellung vor. Ist jetzt ja, im Moment natürlich alles ein bisschen durcheinander. Das sind alles Bilder und Dinge, die ich in der letzten Zeit gemacht habe und angefangen habe und so, sind eben, wie gesagt, manche fertig, manche noch nicht fertig. Ist ein bisschen eine chaotische Idee noch natürlich. Aber das ist, was ich eben brauche, ist, da ich manchmal sehr große Bilder auch mache, brauche ich auch Platz und ein bisschen Abstand. Und deswegen war ich so froh, dass ich hier diese Hallen gefunden hatte, wo man sowas dann auch mal machen kann. Bis Jonas Burgert 800 Quadratmeter Atelierfläche sein eigen nennen konnte, war es ein mühsamer Weg. Er studierte an der Universität der Künste und malte jahrelang Bilder, die niemand kaufen wollte. Wie viele lebte er in den 1990er Jahren im Prenzlauer Berg und besetzte mit Künstlerfreunden eine verlassene Brauerei als Atelier. Und dann kam der klassische Fall, kam irgendwann so ein großer Wagen mit so einem Mann mit so einem langen Lodenmantel. Und der sagte ja, er hätte gerade das ganze Gelände gekauft und wir müssten dann demnächst hier raus. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann aufs Fahrrad gesetzt und habe gedacht, ich fahre mal nicht in die Richtung, wo alle hinfahren. Irgendwie nach Kreuzberg und keine Ahnung, sondern ich habe gedacht, ich fahre mal in die andere Richtung. Und bin dann ein bisschen hier durch diese Gegend gefahren und habe gemerkt, dass hier in Weißensee noch so kleine alte Gewerbehöfe sind. Und habe dann gedacht, ah, das wäre schon irre. Und dann auf einmal konnte ich das machen, konnte ich mir das leisten und habe gedacht, dann kaufe ich dieses Gelände hier. Und das war halt eben leer und völlig kaputt. Und aber ich hatte auf einmal das Glück, dass ich mit den Bildern Geld verdiente. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich sicher denken und mir einen Ort schaffen, an dem ich arbeiten kann für immer, wo mich keiner mehr rausschmeißen kann. Der Erfolg kam, als sich Burgert entschied, nicht mehr abstrakt, sondern figürlich zu arbeiten. Heute sind seine Skulpturen und Gemälde rätselhaft, düster und skurril. Die meist großformatigen Bilder bevölkert von Tierwesen, Skeletten, Comic- und Science-Fiction-Elementen. Inzwischen ist Jonas Burgert international gefragt. Seine Bilder erzielen Preise über 100.000 Euro und er plant mit seiner Assistentin permanent für Ausstellungen von London bis Tokio. Das ist nicht das, was wir... Dieser privilegierten Position ist er sich sehr bewusst. Aber gut, wir wissen nicht, vielleicht funktioniert es auch. Ne? Also es ist ganz wichtig für so eine Gesellschaft, finde ich, dass ein paar Leute immer da sind, die mal anders denken und anders denken dürfen auch und was probieren. Ja? Das ist für uns alle gut. Auf lange Sicht ist das für uns alle gut. Und die brauchen Räume, die sie bezahlen können. Und viele der Künstler verdienen einfach ganz, ganz wenig Geld. Das klingt immer alles so romantisch, aber es ist natürlich knallhart auch, das Geschäft sozusagen. Auch deswegen vermietet Burger Räume an andere Künstler und eine Galerie, nachdem er die alten Fabrikgebäude seit 2009 nach und nach saniert hat. Wo früher elektronische Bauteile produziert wurden, arbeiten heute Künstler aus Deutschland, Russland und Kanada. Aber brotlos ist dieses Weißenseer Künstlerleben nicht. Mit Pool und einer Gemeinschaftsküche samt Koch arbeitet es sich ganz komfortabel. Noch ein Vorteil? Man hat Gleichgesinnte um sich. Jeder kann arbeiten in seinem Atelier und man kann aber auch mal sich besuchen. Ja? Weil das Hauptproblem ist, beim Kunstmachen ging mir zumindest immer so, dass ich irgendwie 5 Stunden lang das sehr genieße, totale Ruhe zu haben. Und nach 5 Stunden ist es einsam. Da irgendwie denkt man, da muss man immer mit Menschen reden jetzt. Because you cannot correct, right? No. You have this moment when it happens. Yeah. You can correct now. I found some shit. Yeah. Yeah, but anyhow, I work a completely different. I love the mistakes in this bullshit. Yeah. It's easy. Circa 20 Bilder malt Jonas Burgert pro Jahr. Und kommt der Nachfrage auf dem Kunstmarkt kaum hinterher. Umso wichtiger der Rückzugsort in Weißensee. Auch wenn der kein Geheimtipp mehr ist. Ich bin ja eigentlich damals hierher gegangen, weil ich Ruhe wollte zum Arbeiten. Ich meine, ich bin Berliner, ich kenne das irgendwie alles, den ganzen Wahnsinn. Und das ist irgendwie in der Stadt manchmal auch zu viel. Und gerade wenn man Kunst machen will oder es versucht,
ist so eine Fokussierung und so eine Ruhe schon sehr gut. Ich erinnere mich, als ich in diese Straße zog, da standen da, weiß ich nicht, 20 Autos in der ganzen Straße oder so. Also das war irgendwie, also das ist hier, man merkt sehr stark, dass der Prenzlauer Berg voll ist. Und die Ostseestraße war immer so eine Grenze, wo die Investoren nicht rübergingen. Und das ist jetzt, hat sich völlig verändert. Jetzt ist hier überall, hier rundherum wird überall gebaut. Wenn die Künstler aus der Lederstraße ihr Refugium mal verlassen, laufen sie am liebsten 500 Meter weiter in die Beheimstraße. Neben der berühmten Fotoagentur und Fotoschule Ostkreuz hat dort im Herbst 2017 das Café Babuschka eröffnet. Betreiberin Eleonora Sabanina und ihr Team aus 5 Nationen zelebrieren hier russisch-internationale Fusion-Küche. Es wird ein vegetarischer Borscht. Das Rezept habe ich noch von meiner Mama und habe immer in Kindheit bei meiner Lieblingssuppe, weil Kinder nicht so gerne manchmal Fleisch essen. Und hier ist es auch sehr beliebt. Eigentlich in 30 Minuten müssen wir komplett fertig sein, weil kommen ganz viele Leute nochmal weiter zum Mittag und dann ist es keine Zeit mehr zu kochen. Und dann geht es auch schon los. Ursprünglich arbeitete Eleonora als Projektmanagerin für russische Unternehmen, plante Gaspipelines, Brücken und Straßen. Dann verliebte sie sich in einen Berliner, bekam 2 Kinder und zog nach Weißensee. Als sie sah, wie viel Bedarf es nach schönen Cafés und guter Gastronomie gab, beschloss sie, sich selbstständig zu machen. Unter der Woche ist es mehr so Kantine, würde ich sagen, wo Leute zum Mittagstisch kommen. Und das ist die, die hier arbeiten. Und das ist Handwerker, Lehrer gegenüber. Es ist Fotoagentur. Wir haben hier ganz viele kleine Höfe, wo etwas ganz viele interessante Sachen passieren und ganz viele Leute auch arbeiten. Und sehr intelligente, sehr nette, mit großem Herz und großer Seele. Und dann geht es weiter. Publikum, es ist am Wochenende und dann sieht man die Familien hier. Aber auch Alteingesessene zieht es in das Café wie Loni Mantai. Loni trifft sich hier gerne mit ihrem alten Freund Micha Koch, ein bekannter lokaler Bildhauer. Der Laden war eine Fischräucherei, in ganz Berlin eigentlich bekannt, weil es war der einzige Laden, wo man immer frische Heringe bekommen hat, weil die sind noch selber zur Ostsee gefahren und haben die Heringe selbst geholt und dann konnte man hier eben eingelegte Heringe oder Salzheringe oder kaufen. Und der Laden hatte eigentlich immer eine Schlange. Ich habe immer von den Karpfen die Köpfe bekommen für meine Katze. Und für ganz wenig Geld. Und dann ist das so ein zauberhaftes Café geworden. Und das ist die Mischung. Man wohnt hier und man arbeitet hier. Und Prenzlauer Berg war vielleicht mal ähnlich oder Kreuzberg, aber ist mittlerweile anders geworden. Hier wird wirklich noch in Werkstätten gearbeitet. Und hier wird erholt im Park und man hat hier alle ganz dicht beieinander. Das ist schön. Nur 300 Meter weiter trennt die M13 hippes und althergebrachtes Weißensee. Direkt an der Ecke wirkt es, als sei die Zeit stehen geblieben. Denn hier residiert seit 1979 das legendäre Café Surprise. Mit Toast Hawaii, Eiscreme und Torten auf Bestellung. Manch Stammkunde kommt hier schon seit 40 Jahren her. Erfolg durch Tradition. Deswegen setzt Konditor Jörg Zimmermann auch auf den Klassiker, Erdbeersahnetorte. Bestellen kann jeder. Aber wir machen eben die Böden alles selber. Ob Sträuße, ob Soßen sind,
ob es ein Ei ist, ist. Das ist schon immer so gewesen. Das hat der alte Chef so gemacht. Und ich habe es bei ihm gelernt. Und das wird weitergemacht. Die Rezepte ist alles. Ist eben wie bei Mutter zu Hause. Hipster sucht man hier vergeblich. Chefin Michaela Gräubner hat das Café nur behutsam modernisiert, weil sie weiß, die Gäste schätzen das Altbekannte. Wir sind zu Ostzeiten schon immer hergegangen. Damals war Herr Guske hier und der hat es ja geleitet mit seiner Frau. Und naja, es war alles voll. Da hat man nie einen Platz bekommen. Und draußen standen sie an kleinen Fenstern, Eis und Schlange. Also es war schon, hatte sich rumgesprochen hier, das Café Cypries. War immer begehrt. Ja, genau. Die Privaten waren ja die, die ein bisschen was Besonderes geboten haben. Also man kriegte eben nicht das, was man in HO und Konsum halt kriegte. Ne? Es gab eben Ananas-Eisbecher. Ananas war schwierig. Und gerade jemand, der wie wir hier alles alleine gebacken hat und alles alleine gemacht hat, war schon was Besonderes. Nach der Sahnetorte geht's für den Konditor an die Eisproduktion. Und auch hier kein Shishi. Schokoeis. Basta. Und nicht etwa Lavendel-Tonka-Bohne. Je teurer man wird, umso abgehoben wird das ja auch alles. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja klassisch normal bleiben. Und machen eben auch die Torten nach wie vor klassisch normal. Und unser Publikum ist eben auch noch die Oma von nebenan. Und wir wollen eben, dass die Leute, die hier wohnen im Kiez, sich uns leisten können und wir uns aber auch alles so leisten können weiterhin, wie es ist. Auf die Tradition ist man auch beim Rugby in Weißensee sehr stolz. Seit rund einem halben Jahrhundert wird an der Buschallee gekickt. Endlich ist es soweit. Das Finale der Rugby-Frauen. Vereinspräsident Ingo Gösgen war selbst erfolgreicher Spieler. Er setzt auf Vivian Ballmann und die RK03-Mannschaft. Hey, das sind jetzt 2x7 Minuten. Danach gibt morgen keinen Sonntag, es gibt dann auch keinen Montag, es gibt jetzt nur noch diese 2x7 Minuten. Und die vom Beginn an. Wir haben als Post-SV oder früher hieß BSG Post Berlin jahrelang auch in der obersten Spielklasse der DDR auch gespielt. Ja, wir sind dann 1989 sogar Vizemeister geworden in der DDR. Also wir sind sozusagen Vizemeister auf Lebenszeit. Ich habe auch noch eine Silbermedaille der DDR. Ja, und dann kam die Wende. Und dann sind wir, glaube ich, der einzige Verein von den ehemaligen DDR-Clubs, die wirklich die Arbeit konsequent weitergemacht haben. Ich bin total nervös vor so einem Finale, vor allem bei uns auf dem Platz. Wir haben richtig doll Bock auf dieses Spiel. Also wir wollen jetzt einfach nochmal zeigen, was wir können. Voller Einsatz von allen. Viel Körperkontakt, schnelle Spielzüge und Teamgeist. Das macht Rugby für Vivian und immer mehr Sportler interessant. Doch eine Niederlage gehört auch mal dazu. Fair verlieren. Rugby in Weißensee. Sonntags, wenn das Stadion an der Buschallee zu schlafen scheint, ist direkt nebenan die Hölle los. Denn dann ist Hansa-Markt. Tatsächlich ist der Flohmarkt an der Buschallee unter Experten so etwas wie ein Geheimtipp. Schöne Holzstände mit echtem Kristall, echtem Krimskrams und echten Originalen. Hier finden Besucher noch Schätze zu fairen Preisen. Und sogar handgefertigte Einzelstücke. Hier verkaufen noch Ur-Berliner, die zu Hause ausgemistet haben oder selbst kreativ sind, wie Sigrun Stern,
alias Sternchen. Versuch es doch mal mit Champagner. Das sind Heilsteine oder sogenannte Halbedelsteine, die ich selbst gebastelt habe. Das ist ja Malachit, das ist ja ein Edelstein. Malachit ist ja der Edelstein. Der hat ja so eine schwarze Maserung oder so. Der saugt da ein und irgendwo muss die Luft ja bleiben. Kannst du im Winter auch als Heizung benutzen, ja. Ja. Klaus ist die gute Seele des Hansa-Flohmarkts. Er macht die Toiletten und ist der Kummerkasten. Besonders für die weiblichen Besucher. Klaus, kann er mal ausprobieren, bitte? Radio, keine Radio. Also die Ecke ist sowieso toll hier, meine Ecke hier. Da sind super Händler, sind nicht. Ja. Aber ich kenne hier fast jeden, aber ja nicht mit dem Namen. Einfach so, ne? Aber heute haben sich hier ein paar Frauen gefragt, die hat schon wieder Probleme mit ihrem Mann oder mit der Schwiegermutter. Und dann kann ich ja nicht sagen, hör jetzt auf, ich muss arbeiten, ja. Und dann hinterher merkst du die Frauen, weil die fühlen sich wieder wohl, konnten ja quatschen über ihre Männer. Mein neuer. Also du fällst dort überhaupt nicht auf. Nein, überhaupt nicht. Mich sieht auch gar keiner. Also, ich war. Und spätestens, wenn mittags die Band loslegt, ist klar, hier geht's fast mehr ums Kollektiv als um Konsum. Am anderen Ende von Weißensee, am Caligari-Platz, treffen drei Straßenbahnlinien an der sogenannten Weißenseer Spitze aufeinander. Genau hier, wo der Prenzlauer Berg an Weißensee grenzt, hat eine Kulturinstitution ihren Sitz, die Brotfabrik. Eine Mischung aus Kneipe, Galerie, Theater und Kino. Ein Ort mit bewegter Geschichte und ganz unterschiedlicher Nutzung. Von einer Landbrotbäckerei Ende des 19. Jahrhunderts bis in die 50er Jahre wird aus dem Gebäude später eine Selterswasserfabrik, ein Bekleidungsladen und ein Küchenlager. ...1985 baut dann eine FDJ-Initiative das Gelände mit Hilfe sowjetischer Soldaten um. Ein Jugendclub für die Kunsthochschule Weißensee entsteht. Diese Phase hat Jörg Fügmann als Jugendlicher intensiv miterlebt. Heute ist er hier Geschäftsführer. Irgendwie glaubten die damals Verantwortlichen, das war die Kunsthochschule selber und der Rat des Stadtbezirks, dass so ein Club für Kunststudenten irgendwie auch ein besonderes Programm haben müsste. Die Tanzveranstaltungen mutierten zu Underground-Disco. Die Subkultur eroberte sich allmählich ihre Freiräume. Es war das falsche Publikum, es waren die falschen Künstler, Theologiestudenten, renitente Kunststudenten, Punks mit Ausreiseantrag. Da war was gut gemeint und dann ist es so schief gegangen, dass sie nach 2 Monaten eigentlich nichts anderes mehr wussten, als die Notbremse zu ziehen und den Laden einfach dicht zu machen. Dann kam die Wende. Und Fügmann wird Leiter des neuen Kulturzentrums. So, der feierliche Akt, meine Damen und Herren, liebe Anwesende, seit genau 38 Minuten sind wir das Jugend- und Kulturzentrum Brotfabrik. Nee, das war die absolute Aufbruchsstimmung. Mit diesem menschlichen Potenzial an Leuten und den Räumen, die wir schon hatten. Und der unglaublichen Narrenfreiheit zwischen Januar und Juli 1990. In der Zeit ging ja fast alles. Nach dieser Anfangsphase in einem jungen Künstlermilieu entwickelt sich die Brotfabrik zum Kulturhaus für den gesamten Bezirk. Mit einem Publikum von 2 bis 99 Jahren. Hier treffen sich Dokumentarfilmer, Künstler, Nachbarschaftsinitiativen und Kulturinteressierte. Dann viel Spaß. Hallo, hallo. Geschäftsführer Jörg Fügmann ist deswegen fast sowas wie ein Seismograph für die Entwicklung des Stadtteils. Weißensee ist was Schwieriges. Also wenn man Weißenseer ist, hat man natürlich ein gewisses warmes Verhältnis zu seinem Bezirk, zu seinem Wohnort. Andererseits ist Weißensee bis vor kurzem das Schmuddelkind Berlins gewesen.
Also früher haben die Leute, wenn du gesagt hast Weißensee, immer Kühe muhen gehört oder Pferdewagen klappern und haben gedacht, da fährt man eine Stunde hin. Und der Weißensee hat sich immer einen lebendigen Bezirk gewünscht. Mit vielen Cafés, mit vielen Kultureinrichtungen. Dabei muss Jörg Fügmann nur eine Filmrolle in die Hand nehmen, um sich zu erinnern, dass Weißensee vor 100 Jahren einmal Treffpunkt der kulturellen Avantgarde war. Heute zeigt das Kino in der Brotfabrik vor allem europäische Arthouse-Produktionen. Damals entstanden nicht weit von hier Kinoklassiker. Im Gegensatz zur sonst seichten Unterhaltungsware war das Kabinett des Dr. Caligari 1920 ein Psychothriller über einen mordenden Schlafwandler. Ein Welterfolg. Vor allem wegen der düsteren Lichtsetzung und den albtraumhaft surrealen Kulissen. Hier steht die Welt schief. Nichts ist sicher. Ein Werk geprägt von den Schrecken des Ersten Weltkriegs. Die Kulissen entstanden zwischen 1913 und 1928 in den legendären Filmstudios in der Liebermannstraße. Damals lag Weißensee vor den Toren Berlins. Hier draußen gab es noch Flächen für Großproduktionen. Neben Experimentellem wie Dr. Caligari produzierte man zunächst vor allem Detektivfilme. Später auch Monumentales in Kulissen des antiken Roms. Und in Tragödie der Liebe begann Marlene Dietrich hier ihre Weltkarriere. Heute arbeiten wieder Künstler und Kreative in den einstigen Filmstudios. Vom Ruf als Filmstadt zeugt heute noch das Kino Toni am Antonplatz. Bei der Eröffnung 1920 Weißensees erster Kinobau. Hier treffen vier Straßenbahnlinien aufeinander und verbinden den Stadtteil mit dem Rest Berlins. Die Berliner Allee ist Lebensader von Weißensee. Zu DDR-Zeiten brauste hier Honeckers Autokorso über die Protokollstrecke nach Wandlitz. Die einstige Einkaufsmeile wartet noch auf ihre Wiederentdeckung. Jenseits der Berliner Allee liegt das Komponistenviertel. Viele der schönen Gründerzeitbauten und Häuser aus den 30er Jahren wurden Mitte der 1990er bis in die 2000er Jahre aufwendig renoviert. Unsanierte Häuser sind inzwischen eine Seltenheit. Viele Bäume und Spielplätze haben das Viertel zu einem Eldorado für Familien gemacht. Die Lücken zwischen den Altbauten füllen inzwischen schicke, neue Wohnquartiere. Max und Lisa Pilatschik gehören zu den Zugezogenen. Als sie das zweite Kind bekamen, wurde ihre Mietwohnung im Prenzlauer Berg zu klein und Eigentum dort war zu teuer. 2015 kauften sie eine Wohnung in einem der Neubaukomplexe in der Gounod-Straße. Zu dem Zeitpunkt galt Weißensee immer noch so als Geheimtipp. Nee, stimmt eigentlich. War nicht mehr Geheimtipp, war auch schon teuer. Und ich wollte noch dazu sagen, dass wir Weißensee erst ein bisschen ausgeschlossen haben wegen der Infrastruktur. Ja, wir sagten, hier gibt es ja keine S-Bahn, keine U-Bahn. Wie kommt man denn mal schnell in die Stadt, wo man arbeitet und so? Aber wenn man dann ein paar Mal die M4 gefahren ist, weiß man, dass das ganz schnell geht. Also ist ja schnurstracks am Alex und dann haben wir gedacht, komm, dann können wir auch mal hier gucken. Und ja, wir sind eigentlich genauso gut angebunden wie vorher. Ihre Befürchtung, in Weißensee sozial zu vereinsamen, unbegründet. Im Komponistenviertel haben sie schnell Gleichgesinnte getroffen. Wir wollten einen Kiez, den haben wir hier gefunden, im Vergleich zum Prenzlauer Berg, der wirklich sehr homogen ist. Ist hier noch so eine soziale Mischung vorhanden und das gefällt uns. Also ich finde es wunderbar, abends alle Fenster auf zu haben und ich höre nichts. Also ich höre so ganz entfernt so ein bisschen Straßenbahn. Die Luft ist besser. Also finde ich total bemerkbar, dass es hier, also hier ist ja auch der jüdische Friedhof. Man merkt ja total, dass das Grüne hier. Tatsächlich grenzt dieses neue Weißenseer Familienidyll an einen der bekanntesten und traditionsreichsten Orte des Stadtteils, den jüdischen Friedhof.
Wir befinden uns jetzt hier am Rondell mit dem Denkmal für die ermordeten 6 Millionen Juden. Mit 42 Hektar und über 115.000 Gräbern ist es der größte jüdische Friedhof Europas. Regelmäßig organisieren Mitglieder des Fördervereins Führungen für Besucher. Aber diese Klappe hier, die ist da noch erhalten. Der jüdische Friedhof ist mit seinen alten Gräbern, den verwunschenen Alleen, den seltenen Vogel- und Pflanzenarten, Naturschutzgebiet und kulturelles Denkmal zugleich. Eröffnet 1880, als der Platz auf dem bisherigen Friedhof nicht mehr ausreichte. Ein jüdisches Grab ist auf ewig angelegt. Das hat man mit einem Jesaja-Spruch zu tun. Ich lag im Schlaf, jedoch mein Herz blieb wach. Nach der Beisetzung dürfen jüdische Gräber nicht mehr verändert werden. Auch deshalb sind die Grabstätten Zeugen ihrer Zeit. Viele sind aufwendig gestaltet und Spiegel für Architektur und Kunstgeschichte. Berühmtheiten wie der Nazi-Widerständler Herbert Baum, der Verleger Samuel Fischer, der Maler Lesser Uri oder der Rabbiner Leo Beck haben hier ihre letzte Ruhestätte gefunden. Ein stiller, fast magischer Ort, an dem die deutsche Geschichte ihre Spuren hinterlassen hat. Weißensee hat seine eigene Sicht auf die Aufgeregtheiten der Großstadt. Wenn dann an lauen Sommerabenden die Sonne untergeht, treffen sich im Strandbad das alte und das neue Weißensee. Ein langer, schlummernder Stadtteil wacht auf. Hier leben Szene und Kiez in entspannter Nachbarschaft. Aber zu viel Berliner Trubel soll es bitte auch nicht sein. Selbstbewusst ein bisschen ab vom Schuss. Weißensee lässt sich nicht verbiegen.